Boah, heute gibt's absoluten Sprachgulasch und totales Chaos, wie immer im Modelleisenbahn-Chaos bei Schmidtko Modellbahn. Und es werden ganz viele lange Outtakes, also los geht's. Gude und hallo, Tri-Modellbahn-Fans, ich bin der Schmidtko aus meinem Modelleisenbahn-Chaos mit einem neuen Video. Modellbahnanlagen-Neubau Teil 22. Cool. Wir freuen uns alle riesig. Ja, wir sind kurz vorm 4. Advent. Nächste Woche, Freitag, ist schon Weihnachten. Heiligabend steht an. Und heute gibt es dann nochmal ein Video, dass ihr dann quasi ganz entspannt ohne mein Generve in die Weihnachtszeit starten könnt. So schaut's aus. Wenn ihr natürlich auch nach Weihnachten noch Videos von mir sehen möchtet, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, genauso wie über die Abonnenten, die sich schon von Anfang an hier mit eingefunden haben, die mit dabei sind und immer noch dabei bleiben. Ein Dank geht raus an euch alle. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und die Glocke könnt ihr auch noch drücken. Dann sollte kein Video verpasst gehen. Hoffe ich zumindest. Ihr dürft mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch meine Videos gefallen, wie euch meine Stadt gefällt, was ihr da noch ändern wollen würdet oder was ihr noch für Ideen und Anregungen habt. Natürlich baue ich das nicht für euch, ich baue es für mich. Nur manchmal ist man so ein bisschen betriebsblind, könnte man fast schon sagen. Da kriegt man Sachen auch nicht mehr so mit. Deswegen freue ich mich da gerne, wenn ihr was zuschreibt. Ja, wer es gemerkt hat, letzten Freitag gab es leider kein Video. Ich habe ja gesagt, dass ich die Woche davor auf Dienstreise war. Da konnte ich also keinen neuen Content machen. Letzten Freitag war ich auch unterwegs für 2 Tage. Davor ein bisschen in der Autowerkstatt. Ja, also Termine, Termine, Termine. Da blieb es ein bisschen hinten dran mit der Eisenbahn. Und ich wollte auch ein bisschen was machen, zumindest, dass ich euch ein bisschen was zeigen kann. So wie heute. Also deswegen gibt es auch nicht so einen 0,5-Teil, sondern halt einen vollen Teil, Teil 22, wie gesagt. Den letzten Teil, 21,5, den findet ihr hier oben. Da dürft ihr gerne nochmal hineinschauen, dass ihr den Unterschied überhaupt seht. Und was habe ich gemacht? Genau, ich habe an der Stadt weitergebaut, Straßen weitergebaut, Bordsteine, Randsteine, ein Häuschen noch gebaut, ein zusätzliches Lampen gesetzt. Was man halt so macht als guter Städtebauer und Planer. Dann habe ich im letzten Video erzählt, ich sammle ja nicht nur Flughafenfahrzeuge und Lufthansa-Fahrzeuge in 1 zu 87, sondern auch VW-Busse, also T2, T3 vornehmlich, T4, T5 nicht, auch wenn sich so ein paar da eingeschummelt haben, weil es mir einfach gut gefallen hat oder man die mal geschenkt bekommen hat. Und die zeige ich euch jetzt. Ja, und im letzten Video hatte ich das mal kurz erwähnt, dass ich Feuerwehr-VW-Busse sammle, auch in H0. Hier sehen wir mal 28 Stück. Ja, wenn man es genau nimmt, natürlich hinten. Das sind LT, aber kann man ja auch als VW-Bus zählen. Ein T5 hat sich mit reingeschlichen, ansonsten nur T3 und T2. Und hier vorne ein trauriger T1. Alles bunt gemixt, ist Prechina und Vollmer und Viking und Herpa, Rietze, Schuko, alles dabei. Und bis auf den einen Neon gelben von Viking habe ich sie auch alle. Also man müsste meinen, es gibt mehr, aber in der Tat sind das alle. Ja, jetzt die Woche gab es noch mal kurz Alternativbeschäftigung. Die F14 Tomcat aus Top Gun. Aber das geht dann wieder in die Noppenstein-Ecke. Und wir sind ja bei der Modellbahn, nicht wahr? So, ja, jetzt habt ihr mal die VW-Busse gesehen und die coole F14 Tomcat von Kobi. Es ist quasi ein Lego-Flieger, auch wenn der nach Modellbau aussieht. Manchmal brauche ich zwischendrin so ein bisschen was anderes. Ihr kennt ja vielleicht meine Videos über Klemmbausteine. Falls nicht, verlinke ich euch die Playlist auch hier oben.
So, jetzt könnte ich noch erzählen, um die Zeit zu füllen. Ich könnte noch ein bisschen über Märklin schimpfen oder übers Wetter oder dass die Erde sich viel zu schnell durchs All bewegt. Das ist ja ein Punkt, der lässt mich ja nachts nicht schlafen, ne? Also 3, 4 km/h weniger dürfen schon sein. Völliger Quatsch, wie immer. Mein Gott. Ich zeige euch jetzt, was ich an der Anlage gemacht habe. Und danach sehen wir uns nochmal. Bis gleich. Ja, ihr seht jetzt mal wieder meine Bahnsteige, alte Bekannte. Und mein Kraut und Rüben seht ihr auch natürlich wie immer. Oh, den Zug, den muss ich mal wegstellen. Die verstauben nämlich langsam hier. Ja, werde ich wohl mal abräumen. Also schaut es euch nochmal an, wie schön das aussieht, wenn da ein Zug am Bahnsteig steht. Gut, kommen wir mal zu den Sachen, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich euch ja im letzten Video die Lampen vorgestellt von railroad24.com. Da waren ja so Säulenleuchten dabei. Ich habe irgendwo auch noch eine einzeln. Sekunde. Na? Möchte der Fokus die haben oder nicht? Also jedenfalls diese Säulen hier. Genau, jetzt hat er sie. Diese Säulenleuchtende war ja eine defekt. Da habe ich mittlerweile Ersatz bekommen. Kostenlos. Ich habe eine E-Mail geschrieben und Ersatz kam relativ schnell. Eine Woche später, glaube ich, war das alles schon da. Jetzt habe ich halt eine als Deko. Somit hatte ich 3 Stück zur Verwendung. Die 3 Stück habe ich auch eingebaut. Und zwar hier eine da, eine da und eine da. Alle im Abstand von ca. 20 cm. Und ich finde, das sieht ziemlich cool aus, weil die auch beleuchtet. Das könnt ihr im letzten Video nochmal sehen. Also da leuchtet hier der ganze Bereich. Und ja, da ich aber an meinem Bahnhof hier ein bisschen Wert auf die Pflanzengestaltung lege, das könnt ihr ja auch hier sehen. Ja, hier so ein bisschen die Gärten. Und auch hier unten so ein bisschen Grünzeug und ein paar Blumen und Pflanzen. Genau wie hier dieser kleine Park. Ja, da habe ich auch noch blaue LEDs eingebaut, also hier. Und da ist jeweils eine blaue LED drin, die das dann abends so beleuchten soll. Das kennt man ja von so modernen Bahnhöfen oder an Hotels oder so. Ich habe das schon mal testweise angehabt, sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, und hier die 3 Leuchten. Gut, die eine sieht man jetzt nicht so richtig, außer von der Straßenseite. Ich fand, das passt ganz gut. Die sind sehr modern, die haben einen schönen Look. Ich wollte jetzt in der Fußgängerzone die eine Fiesmann-Leuchte, die ich mir extra geholt hatte, da nicht mehr wegmachen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, die hier hinzusetzen. Da muss es jetzt auch nicht so todeshell sein an der Stelle. Hier leuchtet ja noch so ein bisschen die Bahnsteigbeleuchtung runter und hier. Und der Busbahnhof leuchtet ja auch. Und hier vorne reicht es dann, wenn da diese Deko-Leuchten sind. Genau. Ja, dann habe ich noch ein bisschen weiter gemacht an meiner Stadt, oder was heißt ein bisschen, ein ganzes Stück weiter gemacht. Und zwar hier hinten, gegenüber vom Bahnhofsgebäude, steht ein neues Haus. Das ist so ein Halbreliefgebäude von Faller, ist so ein Zweierset. Da muss ich das zweite noch bauen. Der Bau hat relativ lange gedauert, weil es dann doch sehr detailliert ist, das Gebäude. Hier müssen viele Teile einzeln eingesetzt werden und im anderen ist dann noch ein Friseursalon drin. Und deswegen hat sich das noch ein bisschen hinausgezögert. Aber was ihr sehen könnt, hier ist schon der Randstein gemacht worden, der Bordstein und auch der Bürgersteig. Also bis auf ein paar Details ist die Seite dann auch schon fertig. So, dann gehen wir weiter. Also ihr könnt auch hier sehen, das Ganze ist ein bisschen geschwungen. Hier vorne kommt vielleicht noch eine Lampe hin oder irgendwas, muss ich mal schauen. Natürlich noch ein paar Figuren. Da in die Geschäfte kommt auch noch Beleuchtung und alles rein. Das Haus hier, das wurde jetzt auch etwas höher gesetzt, dass es bündig mit dem Bürgersteig ist. Da ist dann auch Beleuchtung reingekommen. Sieht soweit ganz gut aus. Fußgängerzone kennt ihr ja. Jawohl. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen weiter gemacht hier vorne. Ihr seht, die Straße geht jetzt hier komplett bis hier hinten hin. Also hier durch mein Chaos bis hier vorne, wo die Emma steht.
Die Häuser von der Frankfurter, vom Frankfurter Römerberg, die werden auch da stehen bleiben, weil da passt es vom Abstand dann den Bürgersteig. Hier habe ich noch eine Einmündung gemacht, eine Straße, da kommt eine Einbahnstraße hin, auch dann mit entsprechenden Schildern. Die weiße Linie ist ja schon mal gesetzt. Hier vorne habe ich den Bürgersteig gemacht und auch die, wie heißt das denn, den Randstein gemacht, den Bordstein oder den Randstein. Ja, wie gesagt, die Straße hier durchgezogen. Hier an die Stelle kommt noch so ein Halbreliefgebäude. Wie gesagt, das ist so ein Zweierset. Das ist jetzt einmal das hier und dann noch so ein beiges mit einem Friseursalon. Kommt dann hier drüben noch hin. Und dann schauen wir mal, was hier noch hinkommt, weil hier ist nicht genug Platz für Bürgersteig und ein Haus. Es gibt ja so Kartonhäuser von Schreiber oder von Auhagen. Die klebe ich dann vielleicht dahin, dass es eine geschlossene Stadtzeile gibt. Ja. Hier vorne kommt ja dann irgendwann die Rampe hin. Hier seht ihr hier das eine Gleis, was hier weggeht. Es wird ja kein Abstellgleis, da kommt ja dann eine Rampe hoch, hier rüber so mit einer Brücke. Die Brücke liegt ja hier schon bereit. Oh, da ist noch Randstein übrig, sehr schön. So, den Randstein mache ich übrigens immer hier so. Na, Fokus. Drei Steine breit. Schneide ich mir das hier mit dem Cuttermesser und Lineal aus so einer Platzfolie. Das ist Kopfsteinpflasterplatz von Busch. Und da kann man das gut rausschneiden, so Streifen für Streifen. Hält eigentlich ewig und dann kommen zwischendrin immer nochmal so Gullideckel. Wo ist denn mal einer? Da zum Beispiel. Oder da. Und da habe ich noch ein paar hier drüben liegen. In meinem Gewusel. Hier von noch so Lasercut. Ach, der Fokus heute so. Von noch so Lasercut-Gullideckel. Genau. Die nehme ich mir dann hier raus und setze sie dann in meine Randsteine mit ein. Genau so schaut es dann aus. Dann kommt hier vorne, wie gesagt, noch der Bürgersteig hin, die Häuser drauf und der Randstein. Eigentlich ganz cool soweit. Und ich finde, jedes Mal, wenn man dann jetzt hier rüber guckt, ich sitze hier ungefähr so auf der Höhe. Fokus auf das Gebäude da hinten. Sieht schon cool aus. Also mir gefällt's. Da kommt natürlich noch ein passender Hintergrund hin. Jetzt hier bei dem, wie heißt das denn? Sommer im Mittelgebirge bleibt es natürlich nicht. Auch hier vorne kommt noch ein städtischer Hintergrund hin, dass das Ganze noch ein bisschen passender ausschaut. Ja, ansonsten hat sich hier nicht viel verändert. Hier hinten an meinem Tunnel, an meinem Tunnelportal mit der Arkadenmauer. Ich habe immer noch nicht hier die passende dazu bestellt. Im Moment sind die alle ausverkauft. Oder einfach schlicht zu teuer. Also ich zahle ja nicht den doppelten Preis dafür. Nur weil es jetzt einen Händler auf Lager hat. Da fehlt noch eine Mauer für hinten. Ansonsten hat sich hier am Berg nichts getan. Und für die Fallerhäuser, genau, hier zwei Stadtreliefhäuser, vierstöckig. Hier seht ihr auch die Artikelnummer. Und das hier steht hier hinten. Das da. Und das hier mit dem Friseursalon. Das muss ich noch bauen. Das soll dann hier hinten, Achtung, jetzt gibt es einen schnellen Flug. Das soll dann da an die Ecke. Und dann überlege ich mir noch, ob da dann das Haus ohne Geschäft kommt und hier die Frisierstub, wie man hier sagt, ah, geh mal in die Frisierstub, gell? Also entweder kommt die Frisierstube dahin oder dahin. Das ist alles. Was muss ich noch machen? Hier die Straßen, den Straßenzug zu Ende. Das zweite Gebäude bauen, wie eben erwähnt. Und hier hinten unbedingt mal weitermachen und noch aufräumen. Ach du lieber Himmel. Ich sag ja, Modelleisenbahnchaos. Und hier unten die ganzen Lampen verkabeln. Guck mal, was hier alles rumhängt. Ihr seht's ja. Das sind alles Lampen von oben und die Effekte. Das muss alles noch angeschlossen werden. Und da fehlen ja noch Lampen. Hier in der Stadt fehlen noch Lampen. Ich möchte ja hier noch ein paar Straßenlampen aufstellen. Hier vorne noch welche. Und da in der Straße möchte ich noch welche hinmachen. Und hier fehlen noch Straßenleuchten.
Ja, das ist aber eine Neuheit von Fiesmann, so eine Kugelleuchte, die ich unbedingt haben möchte. Die gibt es leider noch nicht. Ich habe mit Fiesmann gesprochen, wann es kommt. Wir wissen es gerade selber nicht. Naja, warten wir mal ab. So, und jetzt seht ihr mich gleich nochmal. Ja, und wir sind im Flur. Was habe ich Schönes von meiner Freundin bekommen? Quasi vorab zum Nikolaus. Den Noch-Figuren-Adventskalender. Da sind 28 Modellfiguren drin. Wir sind jetzt heute beim 15. Mal schauen, was da noch so kommt. Denn bisher haben wir das an Ausbeute. Und zwar ist da drin ein Schäfer mit Schafen, Wanderer und Bergsteiger, dann noch so ein paar Bauarbeiter und Forstarbeiter. Also ihr könnt schon raten, welche Sets da verarbeitet wurden. Einmal Schäfer mit Schafen, Wanderer und Bergsteiger, Straßenbauarbeiter und Holzarbeiter. Das ist jetzt, wie gesagt, ungefähr ja, Halbzeit, über die Halbzeit rüber. Und dann habe ich zum Nikolaus selbst noch hier diese Figuren bekommen, von der Firma noch, die Polizisten Deutschland, noch in der Farbe Grün, aber richtig cool mit beleuchteter Polizeikelle. Da steht es beleuchtet und zwar ist hier eine LED in der Kelle des Polizisten. Ansonsten richtig cool auch mit Polizistinnen und mit Hund. Und ich fahre zwar Epoche 6, aber der Zoll hat noch relativ lange grüne Uniform getragen. Und ich habe schon was im Kopf, was ich damit machen werde. Es werden auf jeden Fall Zollbeamte. Aber die sind ansonsten, die sind super detailliert, also wenn man da mal reinschaut. Richtig tolle Figuren. Die Gürtelschnalle, richtig die Figuren auch toll ausgeformt mit Armbanduhr und die Brusttaschen. Klasse. Also ein richtig schönes Set mit Funktion sogar noch. Findet einen schönen Platz auf der Anlage. Da bin ich wieder zurück. Habt ihr mich vermisst? Nee, habt mich ja gerade gehört. So, jetzt seht ihr mich wieder. Des einen freut, des anderen leid. Es war jetzt nicht so viel, was ich gebaut habe heute. Ich habe nur Kleinigkeiten gemacht. Aber es sind halt die Details und die Feinarbeiten, die einen aufhalten. Hier wird immer noch mal ein bisschen was nachkorrigiert oder mal eine Figur neu gesetzt oder eine Lampe gerade gebogen. Und zum Spielen mit der Eisenbahn komme ich irgendwie gar nicht mehr. Nur noch mal zum Bauen. Ja, wie gesagt, da geht es jetzt weiter hinter mir auf dem Teil. Da wird jetzt die Stadt weitergebaut. Mein Modul muss dann leider auch mal weg. Das werde ich auch mal entstauben müssen und unter die Anlage stellen. Das nochmal zum Einsatz kommt. Schauen wir mal. Schön wäre es natürlich. Und ich muss die ganze Kabellage mal anschließen. Ich habe es ja kurz gesehen. Ich habe hier meine Schalter schon bereit liegen. Na klar, wie natürlich habe ich jetzt keinen Griff bereit. Da hinten liegen irgendwo so Schalter, die ich mir dann hier reinsetze in die Anlage, dass ich das Licht auch ein- und ausschalten kann. Der Gleichrichter, den habe ich mir schon besorgt für die LEDs und dann wird da noch weitergebaut. Ansonsten, ja, den Berg möchte ich ja noch machen, habe ich ja auch erzählt. Und hier vorne das Tunnelportal, da soll so ein bisschen so ein modernes städtisches Tunnelportal, auch heute ist ja der Wurm drin, ein städtisches Tunnelportal soll dort entstehen. Da habe ich mir schon bei Märklin of Sweden, ganz toller YouTube-Kanal, Tipps und Videos angeschaut, wie man so ein Betontunnelportal bauen kann. Ja. Ich versuche mich da mal dran. Betonfarbe habe ich ja da und Drittschalldämmung auch ohne Ende wird schon schief gehen. Ob es schief gegangen ist oder nicht, das seht ihr spätestens nächstes Jahr. Denn nächsten Freitag ist der Heiligabend, der 24. Dezember. Ich höre gleich auf. Ihr habt es gleich geschafft. Der 24. Dezember, wie gesagt, nächsten Freitag. Und da gibt es von mir kein Video. Ich habe jetzt auch einige Spätdienste am Stück, also da ist auch für die Modellbahn leider keine Zeit. Dann der Vorweihnachtsstress, Geschenke einpacken und Geschenke besorgen und ach, ihr wisst ja, wie das ist. Ich will ja nicht zum Schluss an der Tankstelle einen Strauß Blumen kaufen müssen. Wie an Valentinstag. Naja.
Anderes Thema, vielleicht ein extra Video wert? Ich glaube nicht. Gleich ist es ja vorbei. Also wie gesagt, ihr habt es ja wie eben schon erwähnt, gleich geschafft. Warum ich heute so neben mir sitze, ich weiß es nicht. Sitze ich da, sitze ich hier? Nein, ganz woanders. Es wird nur noch schlimmer. Also es gibt nächste Woche kein Video von mir, weil Weihnachten ist. Gell? Also die Woche nach Weihnachten ist ja dann auch schon Silvester. Da werde ich mal schauen, ob ich noch ein Video mache. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch ein Video hinbekomme. Ansonsten sehen wir uns garantiert nächstes Jahr wieder. Und ich wünsche euch eine ganz tolle Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich hoffe, wir sehen uns auch nächstes Jahr wieder. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut, bleibt mir gesund, bleibt mit treu, euer Schmidtko. Gute und hallo, ich habe hier was auf der Brille. Ach du lieber Himmel. So. Gute und Huldriadri. Scheißdreck. Ich bin auch fix und alle. Ich war gestern, was ist jetzt heute, wenn das Video kommt, Freitag? Ach, egal. War ein langes Wochenende. Letzte Woche. Das hängt mir noch nach, das mache ich nochmal neu. Mir noch auf. Wird immer mal ein bisschen was nachkorrigiert oder machen noch. Entschuldigung. Die Woche drauf ist ja dann auch schon Heiligabend. Nein. Oh. Ah. Das wird ein langer Outtakes heute. Also.